In Berlin ist gestern Abend der Deutsche Filmpreis verliehen worden, die wichtigste Auszeichnung der Branche. Die meisten Trophäen gingen an Im Westen nichts Neues. Der Antikriegsfilm erhielt 9 Lolas. Zum besten Spielfilm wurde das Drama Das Lehrerzimmer von Ilka Çatak gekürt. Die Preise sind mit insgesamt knapp 3 Millionen Euro die höchst dotierten Auszeichnungen für den deutschen Film.